Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie. Ich mache es kurz und schmerzlos. In diesem Video stellen wir euch den neuen Range Rover Velar vor. Der Range Rover Velar ist ein Mittelklasse-SUV und er möchte vor allen Dingen laut Range Rover selbst drei Dinge umfassen, nämlich Technik, Raffinesse und Eleganz. Letzteres gehört sicherlich sehr stark zum Thema Design und darum starten wir damit. Der Velar hat tatsächlich ein sehr wuchtiges Auftreten, nicht zuletzt wegen der großen Schnüss, die er gleich vorne präsentiert. Dabei ist tatsächlich der Grill selbst relativ klein, aber durch die Formgebung zusammen mit den Elementen und den verschiedenen Farben, die wir sehen, wirkt das Ganze sehr wuchtig und so ein bisschen bullig und dadurch, finde ich, wirkt tatsächlich der Velar im Ganzen größer als er eigentlich ist. Wir haben, wie schon gesagt, verschiedene Farbgebungen, nicht nur durch den schwarz abgesetzten Grill oder auch hier unten die schwarz abgesetzte Lippe, noch ein bisschen sportlich mit dieser Zacke versehen, sondern sogar noch mit diesen, ja, ich möchte fast sagen, roségoldenen Elementen. Es ist so ein bisschen ein antiker Ton. Ich weiß gar nicht, wie man ihn wirklich ausdrücken oder in eine Farbrichtung einfassen kann, aber ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als Roségold. Er ist dadurch schön dezent, aber ist trotzdem halt ein schönes Highlight. Wir haben jetzt hier übrigens die optionalen Matrix-LED-Scheinwerfer. An sich kommt er mit LED-Scheinwerfern. Das Roségold vorn sehen wir auch zwischendurch an der Seite und sogar oben auf der Motorhaube wieder. Ich finde das eine super Alternative zum Chrom. Da muss ich einfach mal ein großes Lob da lassen. Ansonsten finden wir eine gerade Seitenlinie, die richtig nochmal ausgeprägt wurde durch diese Einkerbung hier, die einmal sich komplett ringsherum zieht. Und dann sind wir auch schon beim Thema Raffinesse mit angekommen, denn wir haben hier neue Türgriffe, die wir jetzt eigentlich noch gar nicht haben, aber jetzt. Denn da fahren sie heraus und dann können wir sie tatsächlich auch erst betätigen. Was wir von der Seite natürlich auch sehen, sind die Felgen. In unserem Fall haben wir hier jetzt schwarze 20 Zoll Felgen. Starten tun wir hier beim Velar bei 18 Zoll und wir können bis zu 22 Zoll hochgehen. Der Velar ist von hinten gesehen auch sehr maskulin, wie auch schon von vorne, hat eine kräftige Präsenz, aber das Fahrzeug wirkt von hinten ein bisschen gedrückter, ein bisschen sportlicher, wenn ich das so ausdrücken kann. Nicht zuletzt, weil wir hier einen, ich sage mal, schwarzen Balken haben, der sich einmal komplett rumzieht und von der Seitenlinie wieder aufgegriffen wird. In diesem schwarzen Balken ist nicht nur das eigene Logo mit drin integriert, sondern auch die Rückleuchten. Selbstverständlich verbirgt sich auch hier hinter ein Kofferraum, den man am besten mit der optionalen elektrischen Heckklappe öffnen kann, weil es einfach am einfachsten ist. Das Kofferraumvolumen misst dann 673 Liter. Wenn man alles umklappt, hat man selbstverständlich mehr. Allerdings haben wir den Wert gerade nicht gefunden. Wenn wir ihn nachreichen können, dann steht er unten in der Infobox. Und herzlich willkommen im Innenraum des Velar. Und ihr seht schon, von der Farbgebung her ist es sehr schlicht gehalten, aber auch schön elegant. Das heißt, wir haben einmal hellere Elemente, aber auch dieses dunklere Anthrazit, was wir zwischendurch in verschiedenen Variationen immer wieder sehen. Als Zierelement sind da noch Metall mit dabei, beziehungsweise Metalloptik und auch etwas Hochglanz hier und dort. Ein besonderes Augenmerk möchte ich aber auf den Stoff geben, nicht nur in Form der Sitze, sondern auch zum Beispiel hier oben. Das ist tatsächlich auch ein neu entwickelter Stoff. Denn im Velar war es tatsächlich das Ziel, eine Lederalternative zu finden, die vegan ist. Und das ist zusammen mit dem Textilexperten Quadrat gelungen. Ihr seht also hier zum Beispiel komplett vegane Sitze und tatsächlich ist der komplette Innenraum vegan. Die zwei HD-Touchscreens, die ihr hier seht, missen übrigens jeweils 10,2 Zoll und sie sind tatsächlich inklusive, das heißt, sie kosten keinen Aufpreis. Aufpreis kostet aber hier das TFT-Display, was ihr seht, da sind normalerweise analoge Instrumente drin. Mittelklasse-SUV heißt ausreichend Platz im Fond für bis zu drei Personen. Auch hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter kann man das ganz gut sehen. Das heißt, Kniefreiheit ist echt überhaupt kein Problem. Kopffreiheit auch. Eine komplette Hand, also fünf Finger Platz. Und was wir jetzt hier auch noch haben, wenn man so ein bisschen neben den Sitz greift,
eine Neigeverstellung. Das heißt, wir können es auch noch mal etwas gemütlicher machen, etwas mehr nach hinten lehnen. Zudem gibt es im Velar auch eine 4-Zonen-Klimaautomatik, haben wir nicht, aber wir haben zweimal USB-Anschlüsse und einmal einen 12-Volt-Anschluss. Der Range Rover Velar basiert ja auf derselben verhältnismäßig leichten Aluminiumkonstruktion wie der F-Pace. Allerdings merkt man natürlich auch, dass Range Rover immer noch bedeutet, dass wir ein Luxus-SUV haben. Dementsprechend ist er doch etwas schwer, was mich direkt auf einen minimalen Kritikpunkt bringt. Und zwar das Bremspedal hat einen ziemlich langen Weg. Und wenn wir auf eine T-Kreuzung zufahren, dann müssen wir das auch meist sehr stark, sehr schnell durchdrücken. Denn erst wirklich so in dem letzten Punkt kommt wirklich die Bremskraft, die dann auch wirklich das Fahrzeug zum Verzögern bringt. Um dem Gewicht etwas entgegenzuwirken, haben wir hier den 300 PS starken V6 Biturbo Diesel mit noch mal mehr Drehmoment, als es die kleinen Motoren haben, die es ja auch im Velar gibt, die im ersten Eindruck her, würde ich sagen, vielleicht nicht stark genug sind, um einen auf Dauer zu befriedigen. Da braucht es eventuell wirklich den V6. Eben auch, weil man dann mit dem Velar bis zu 2,5 Tonnen ziehen kann. Vom generellen Fahreindruck ist er sehr weich abgestimmt, sehr komfortabel. Nicht ganz so spitz wie der F-Pace. Da merkt man eben auch, aufgrund der gleichen Basis heißt nicht, dass man auch das gleiche Fahrzeug hat. Das heißt, mit dem Range Rover ist man sehr viel genügsamer und ruhiger unterwegs. Aber man merkt natürlich auch das zusätzliche Gewicht in jeder Kurve. Man kann es hier etwas einstellen, das heißt, wir können auch auf Dynamik gehen. Dann wird er nochmal etwas straffer und setzt sich etwas auf der Straße. Natürlich auch mit dem Luftfahrwerk etwas näher an die Straße. Aber an die Fahrdynamik eines F-Pace kommt er damit immer noch nicht heran. Was man sich jetzt logischerweise beim Velar fragen sollte, wie gut funktioniert das Dual-Display im Alltag? Also ich kann es mal so formulieren. Ich kann die Fahrmodi hier verstellen, blind ohne hinzugucken, weil ich sehe sie auch gleichzeitig hier in dem 12,3 Zoll TFT-Display. Und ich kann die Klimaanlage bedienen. Allerdings sehe ich da nicht, wie sich was verändert. Da muss ich wirklich für runter gucken. Alles Weitere, würde ich sagen, schauen wir uns vorsichtshalber mal im Stand an. Das ist quasi unser Homescreen des unteren Bildschirms. Das heißt, wir sehen, wenn wir die Zündung anhaben, sofort die Fahrzeugfunktion. Und hier können wir auch an der Seite, eben wenn wir das Luftfahrwerk haben, ein paar Sachen verstellen. Das heißt, jetzt hier raufpumpen. Oder wir sehen das auch hier an den Grafiken. Der linke Drehregler verstellt die Fahrmodi. Das heißt, zwischen Dynamik, Eco, Komfort, wo wir sehr schön komfortabel unterwegs sind, oder auch eben die typischen Range Rover Offroad-Modi, die, glaube ich, der Velar nicht unbedingt beweisen muss. Daher weiß man bei Range Rover genau, dass das Fahrzeug das kann. Und diese ganzen können wir natürlich aber auch per Touch anwählen. Aber wie gesagt, werden wir fahren über das Drehrädchen. Und in der Autostellung macht das Auto alles von selbst. Und mit diesen beiden Knöpfen interagiert man dann wiederum mit dem oberen Bildschirm. Das heißt, hier beispielsweise wird dann im Dynamikmodus oben die Settings dafür angezeigt und das untere zeigt dann quasi im Gravel-Modus etc. die Fahrfunktionen für den Offroad-Modus an. Aber wir haben ja nicht nur die Fahrfunktion, das heißt, wir haben auch hier die Klimasteuerung mit drin. Wir haben hier einzelne Punkte von der Klimasteuerung und auch ESP-Off bzw. die Bergabfahrhilfe und hier den Drehregler für das Audio. Das heißt, hier diese Klimasachen sehen wir dann auch immer, beziehungsweise haben wir dann hier auch nochmal die Funktion Sitze. Was ich ganz interessant finde, wir können unsere Sitzheizung punktuell anwählen. Das heißt beispielsweise nur im Rücken oder auch nur im Gesäßbereich. Und das gleiche dann auch nochmal für die Massage. Wenn wir dann da draufklicken, können wir anwählen, welcher Modus eingestellt werden soll. Oder aber wir können das Ganze auch hier nochmal in der Intensität drehen. Genauso mit der Sitzlüftung bzw. Sitzheizung, was wir gerne möchten. Dann hier haben wir auch die große Funktion Klima, das heißt, wie die Ströme laufen. Und das ist, wie gesagt, das Hauptmenüfahrzeug, so startet er. Und hier auf der Seite können wir uns auch nochmal die Display-Variante hier unten etwas anders einstellen. Das heißt, wie soll er denn starten? Also welche Funktionen
möchten wir zuerst sehen. Ich bin ganz ehrlich, Fahrermodi finde ich da am sinnvollsten. Das waren so die Grundfunktionen hier unten, aber wir können auch nochmal durch Wischen eine weitere aktivieren. Das heißt hier quasi wiederum was vom Display hier oben uns hier runterholen, und zwar das Radio bzw. die Medienwiedergabe. Und dann da auch nochmal so ein bisschen rumspielen. Oder hier auch nochmal direkt auf unser Telefon zugreifen. Wie gesagt, Startpreis des V6 B-Turbo 66.400 €. Den Endpreis rechnen wir euch mal kurz aus. Was bekommt man dafür? Ein Fahrzeug, das Raffinesse, Technik und auch wirklich Eleganz verspricht. Zumindest zwei Punkte davon hält es wirklich gut, was die Technik angeht. Wie gesagt, im Alltag vielleicht nicht immer super anwendbar, wie wir es euch auch gezeigt haben, insbesondere während der Fahrt. Aber davon abgesehen hat man hier auf Basis des F-Pace nochmal ein komplett anderes Fahrzeug mit eben dem Range Rover Velar geschaffen, was auch wirklich diese Eleganz und Raffinesse mit sich bringt. Und ganz zum Schluss geht natürlich das Wort an euch. Wie gefällt euch der neue Range Rover Velar? Sagt ihr, das ist ein Fahrzeug, das ihr wirklich ansprechend findet, wo etwas drinsteckt, was ihr vorher bei anderen Fahrzeugen vermisst habt? Oder sagt ihr, das Fahrzeug spricht mich irgendwie gar nicht an? So oder so, schreibt das gerne mal in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich super über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo noch viel, viel mehr. Wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, dann seht ihr auch direkt unser nächstes Video und schaut doch vielleicht auch mal bei Facebook und insbesondere Instagram vorbei. Da gibt es nämlich noch viel mehr Content, der auch ganz losgelöst hier von unserem YouTube-Kanal ist. Also viel zu sehen, ihr merkt es schon. Tut das alles, dann sehen wir uns zeitnah wieder und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, ciao!